Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge RIM. So, in der letzten Folge haben wir das letzte Windrad aktiviert. Also es müsste eigentlich das letzte gewesen sein. Ich hoffe es zumindest mal. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht zurückkommen und diese blöde goldene Kugel, die wir schon vor ein paar Folgen gesehen haben, ob wir die jetzt nicht holen können. Aber erst wollte ich schauen, ob hier noch irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir müssen hier runterspringen. Dass wir hier rauskommen. Ich habe keinen Plan, wo wir sind, Leute. Ich brauche irgendwie eine Luftblase. Ich komme nicht mehr raus. Ey. Ich sterbe gleich. Ich sehe nichts mehr. Okay, wir sind gestorben. Das heißt, wieder alles auf Anfang oder können wir hier rumgehen? Gibt es einen anderen Weg raus? Ich glaube eher nicht. Hier gibt es keinen anderen Weg. Wir müssen da vorne raus. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass das eine Art Boss wird oder so. Der komische Vogel. Aber rein theoretisch, wenn wir jetzt hier runterspringen. Also werden wir wahrscheinlich nicht überleben, oder? Kommen wir hier runter? Okay, das habe ich vorher nicht angeklickt. Oh, Alter, ich habe die Dinger nicht angeklickt. Ich hatte schon zwei, drei gesehen gehabt. Ich habe die nicht angeklickt. Aber das ist unser Weg, denke ich. So, gehen wir wieder zurück. Wir müssen jetzt schauen, dass wir... Was? Da ist der Fuchs. Der zeigt uns wahrscheinlich wieder den Weg. Die haben Angst vor uns anscheinend. Und hier waren wir vorher schon. Okay. Dann geht es praktisch oben wieder raus und dann müssten wir dann zu dem Turm oben kommen. Oder zu der Brücke. Brücke besser gesagt. Ey, 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 ey. Andi, was machst du denn? Jetzt aber, komm. So. Okay, es geht anscheinend nicht mehr. Die Dunkelheit ist da. Okay, hier sollte der Weg sein.
Ich bin echt gespannt, was uns jetzt da oben erwartet. Gibt's einen Fahrstuhl oder so? Hoch. Was ist das eigentlich? Eine Eislandschaft oder weißer Sand? Keine Ahnung. Könnte alles sein. Was die so nicht bleiben jetzt. Nicht, dass die uns jetzt hier voll attackieren oder so. Wäre nicht so geil. What the fuck? Alter, was ist hier los? Sollen die Kugel wahrscheinlich hier durchkugeln oder was? Nehmen kann ich sie nicht. Ich denke mal, ich muss jetzt hier runterkugeln. Dass sie da durchkugelt durch die. Spielen wir Bowling los. Die ist aber ganz schön schnell. Geil. Oh. Vielleicht bricht er ein oder so. Zieh! Los, verpasse ihm noch eine. Ist der down jetzt oder nicht? Der müsste hier unten liegen, oder? Sieht so aus. Als wenn er down wäre. Okay. Kugel der Zeit. Sage ich jetzt mal. Dann werfen wir doch mal. Okay, den haben wir drinne. Alles klar, dann gehen wir auf die andere Statue oder das andere Podest. Ja, das brauchst du mir nicht zeigen, das weiß ich schon. Bin ja nicht von gestern. Yeah! Geschafft! Praktisch immer so ein Abschnitt. Das war der untere Abschnitt. Und das ist hier der zweite Abschnitt. Da sind aber noch mehrere. Pro Abschnitt praktisch so ein großes Rätselland, oder wie? Geil gemacht. Na genau, unten war das mit dem Fuchs. Hier ist es mit dem Vogel praktisch. Und den komischen Wolken da. In Aschewolken. Was ist denn da oben angemalt? Sieht man das schon? Immer noch Vogel. Na, schauen wir einfach mal. Der Turm der Rätsel, sozusagen. Coole Sache, Leute. Ich denke mal, wenn ich da runterfalle in den Strudel, strudelt es mich weg. Aber ich will da eigentlich mal reinspringen. So.
So. Und ab in das nächste Gebiet. Bin gespannt, wo wir jetzt erwachen werden. Sieht auf jeden Fall irgendwie dschungelmäßig aus oder so. Schauen wir doch mal. Okay, ich kann nichts drücken, kann nichts machen, kann mich nicht bewegen, oder? Oh, der rote Baron. Wer ist denn das? Sind es Erinnerungen vielleicht an den, wie wir gestrandet sind, wie wir dorthin gekommen sind zu der Insel? Kann es vielleicht sein? Weil ich habe ja da jetzt gerade meinen roten Umhang nicht um. Und der ist ja ganz am Anfang der Zwischensequenz, also zu der Anfangssequenz, wenn ihr euch das angeschaut habt, ist der kurz bei mir vorbeigeflattert und habt ihn dann auf der Insel aber wieder gehabt. Vielleicht ist es so eine Art Erinnerung. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Ich hoffe, dass das Spiel uns noch ein bisschen mehr erzählt, sozusagen. So. Genau, wir erwachen jetzt wieder in einem neuen Tempel. Im Dschungelcamp. Ist eigentlich cool gemacht. Man sieht eigentlich schon, wenn man jetzt in das neue Gebiet, also zum neuen Gebiet anscheinend geht, sieht man schon, was einen dort erwarten wird. Cool gemacht auf jeden Fall. Und ich weiß aber immer noch nicht, was es mit den schwarzen Männchen auf sich hatte. Wenn ihr mal, wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ein Baum, der sieht doch ein bisschen komisch aus. Okay, wenn wir hier noch ein bisschen erkunden, bevor wir hier die Halle verlassen. Da ist ein Weg auf jeden Fall und dort ist auch ein Weg, alles klar. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier drin ein bisschen um. Alter, willst du mich verarschen? Hä? WTF? Ich bin doch da unten reingegangen und hier oben wieder rausgekommen. Was ist hier los, Egger? Was ist hier los? Okay. Gehen wir da mal rein. Ne, erstmal machen wir das Feuer an. Das ist ein bisschen crazy, muss ich sagen. Okay, wir sind
dort rausgekommen und da unten reingegangen. Jetzt gehen wir mal hier ruhig. Alter, was ist hier los? Was ist da los? Dann gehen wir mal hier rein. Alter, das geht immer nach rechts. Jetzt werden wir oben wieder rauskommen. Boah, Alter, wo sind wir hier? Ich habe keinen Plan. Okay, wir laufen einfach mal. Hahaha. Okay, ich verstehe. Oder auch nicht. Ist das ein Ewigkeitsgang? Nee. Hä? Kapier nicht. Das kapiere ich jetzt nicht. Okay. Verwirrung. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle aber einen Cut, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Abschnitt hier ein bisschen länger dauert. Weil es doch ganz schön verwirrend ist, muss ich sagen. Genau, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Es ist sehr verwirrend, aber es ist irgendwie auch sehr cool gemacht, muss ich sagen. Genau, dann würde ich sagen, bis bald. Ciao, ciao. Euer Andreas.